Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal und zwar wieder zu einer weiteren Folge der Borussia Mönchengladbach-Karriere. In der letzten Folge haben wir uns ja drei Megatransfers, mehr oder weniger, für uns schon Megatransfers, gesichert und zwar kamen alle drei aus der Liga mit einerseits Attal, Selig und auch Malangsa. Das sind drei sehr, sehr gute Transfers, zwei davon sind zwar nur Backup, aber könnten halt in der späteren Zeit auch sehr, sehr gut sein. Es sind weitere Transfervorschläge von euch gekommen, was mich natürlich immer wieder sehr, sehr stark freut. Einerseits Eduardo Camavinga, Mohamed Kudus, Raul Garcia und Alexander Isak. So ein Camavinga und Kudus kann man sich schon relativ gut vorstellen als ZMs. Kudus war, glaube ich, sogar mal kurz Mittelstürmer in FIFA, weil er Arnold eigentlich weg will. Ich würde jetzt vielleicht keinen Tausch anbieten, weil das ein bisschen unfair gegenüber mir wäre, wenn ich einen Camavinga für einen Arnold tausche, weil ein Camavinga in FIFA nicht so viel wert ist, aber warum rede ich? Naja, Camavinga und Kudus sind eben zwei Transfers, die ich mir sehr gut vorstellen kann, und Raul Garcia und Alexander Isak kann ich mir auch relativ gut vorstellen. Die drei werden jetzt gescoutet, die vier werden jetzt alle gescoutet und alle vier dauern insgesamt 12 Tage zum Scouten. Das bedeutet, wir können schon mal ein bisschen weiter nach vorne simulieren, aber jetzt fällt mir noch eines auf, und zwar der Jugendstab. Da müssen jetzt alle wieder back sein, das ist ja nur einer gewesen. Okay, den schicken wir jetzt einfach mal, würde ich sagen, nach Belgien, denn da sind auch immer wieder mal ganz gute Talente. Und die würde ich mir am liebsten jetzt gerne sichern, denn man braucht immer gute Talente. Eine Trainingseinheit wurde jetzt letztendlich auch endlich mal wieder zusammengestellt. Ein paar Spieler verbessern sich jetzt, drei insgesamt, Italiano, Schulz und Vogel. Denn ja, so ein Training schadet nie. Italiano wird ja, oder ist ja jetzt momentan sogar unser Links-Mittelfeld-Backup. Und ich habe mir absichtlich keinen gekauft, weil ich mir eben dachte, dass so ein, ja, Italiano bald wirklich mit einer 70er Gesamtstärke ein richtig guter Backup ist. Villalba wird höchstwahrscheinlich verkauft, der Paraguayer. Und Bennett sieht auch erstmal so aus, als ob er verliehen wird. Das sind auf jeden Fall einerseits ein Transfer von einem Stürmer, den wir nicht mehr brauchen, wenn wir ihn sowieso vielleicht einen anderen Stürmer kaufen. Und wenn man Bennett verleiht, kann er sich da ein bisschen entwickeln. Nächste Trainingseinheit. Dort verbessert sich keiner Nussball auf einer 70, dann ist es auch schon mal ein richtig guter Spieler bei unserer Mannschaft, den wir komplett so hoch geboostet haben. Also ein Eigengewächs mehr oder weniger. Maximilian Bayer kann von mir aus auch mal zu Fenerbahce Istanbul gehen und sich dort nochmal weiterentwickeln. Erst bei Hamburg, jetzt bei Fenerbahce, wäre auf jeden Fall ein sehr guter Weiterentwicklungsschritt. Fenerbahce kann ja tatsächlich auch in der Champions League spielen und das wäre für Bayer natürlich ein Mega-Entwicklungsschritt. Bennett wurde jetzt ausgeliehen, Villalba wurde jetzt verkauft und Florian Neuhaus will ich eigentlich gar nicht verkaufen. Das lehne ich tatsächlich gleich ab, weil da bin ich wirklich sehr abgeneigt von unseren zweitbesten Mittelfeldspieler zu verkaufen. Bayer wurde jetzt auch noch ausgeliehen und die nächste Trainingseinheit steht an. Keiner verbessert sich, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Torben Vogel ist jetzt auf einer 60er Gesamtstärke. Das Potenzial kann man jetzt einsehen, aber er ist auf der Leihliste. Ich kann ja mal schauen, was für ein Potenzial er hat. Er müsste jetzt auf der Leihliste sein. Ja, zeigt großes Potenzial und dann wird er sofort wieder auf die Leihliste gesetzt. Großes Potenzial geht noch klar. Bislang in dem Karriereschritt. Die ganzen Spieler wurden jetzt gescoutet. Camavinga 75, Kudus 72, Raul Garcia 67 und Alexander Isak mit einer 79. Das ist schon ein sehr, sehr guter Spieler. Ob wir jetzt den brauchen unbedingt, bin ich mir nicht sicher, weil wir ja Embolo haben. Aber wir haben halt dann nur einen Stürmer-Backup. Und ich könnte mir schon vorstellen, so einen Raul Garcia zu holen. Denn man braucht immer noch so einen zweiten Stürmer-Backup, aber einen vierten Stürmer. Denn der wäre insgesamt ziemlich wichtig, denke ich jetzt mal, falls wirklich jemand ausfällt, brauchen wir noch einen Stürmer. Und vor allem einen, der sich noch gut entwickeln kann. Immerhin hat ja auch Raul Garcia ein 81er Potenzial und durch das dynamische Potenzial kann das halt gut hochgeboostet werden, wenn er denn früher oder später mal Stammspieler wird. Das bedeutet, den könnte ich mir ganz gut vorstellen zu kaufen und dann würde ich sagen, erstmal fette Offensive bei Raul Garcia. Naja, jetzt ist die Frage, ziehen wir die Freigabesumme? Nee, wir können ihn auf jeden Fall, denke ich, unter 2,6 Millionen Euro bekommen. 1,4 Millionen Marktwert hat er. Wir haben jetzt Villalba auch verkauft. Der hat, glaube ich, der hat auch eine 67er Gesamtstärke, glaube ich, gehabt oder eine 66er. Aber denke ich jetzt nicht so gutes Potenzial. Mal schauen. Ich biete jetzt einfach mal 1,3 Millionen Euro. Und das nehmen sie an. Das bedeutet, die Frage, aber es wäre wirklich nicht gut gewesen, wenn ich die gezogen hätte. Auf jeden Fall ein, schon mal Entwicklungstransfer, der sich ja wirklich noch gut entwickeln muss.
Den werde ich vielleicht auch ein paar Mal bei Spielen mitnehmen, wenn ich das so spiele. Er verdient aber schon 4.900 Euro pro Woche. Ob es jetzt echt auch so ist, das wäre nämlich schon krank so. Und ich wollte ihm 5.000 Euro an Gehalt geben, das nimmt aber er nicht an. Naja, er will anscheinend jetzt viel mehr verdienen, dieser Geldsaudi. Währenddessen wird Herzog und Schulz ausgeliehen. Und Vogel will nicht verliehen werden, sondern er will hier bleiben, will hier eine Zukunft haben und will halt als Stammspieler werden, will aber nicht als Bankdrücker enden, hat eine 60er Gesamtstärke, also Digga, du spielst bei Gladbach, was denkst du dir eigentlich, wenn du bist jetzt so kommst, hey, kann ich einfach mal für so einen 81er spielen als 60er, aber jetzt immer spielen, also der kann sich dann verpissen, du kannst dich durchsetzen, zeig mir, dass ich recht habe, okay, und niemand will auf der Bank sitzen, ich sag mal, du kannst dich durchsetzen, aber nee, das kann er nicht, Digga, also was ist denn das für ein Scheiß, Digga? Und die nächste Chance für Raúl García, dass wir ihn bekommen können. Ich biete jetzt mal 2,1 Millionen Euro für 1,3. Ist ja gekommen, ja jetzt. Auf einmal bieten sie so 1,6. Das ist ja auch irgendwie wack. 1,3 und jetzt, wenn jetzt Bedenkzeit kommt, dann heul ich 1,35. Junge, jetzt nehmen wir einfach 1,3 an, Alter. Haben wir vorher auch ausgemacht, mehr oder weniger. Also jetzt, ja, okay, Junge. Also, abfuck einfach nur. Vielleicht, kommt er ja jetzt. Diesmal werde ich jetzt nicht ungefähr 100 Euro mehr bieten. 5.000 Euro. Jetzt sind wir glücklich, dass du überhaupt was verdienst. Also, Digga. Ja, dann werde ich jetzt einfach mal 7.000 Euro bieten. Und wenn er jetzt ablehnt, dann... Nee, Digga, dann... 8.600 Euro will er. Okay, das nehme ich jetzt mal an. Für so ein 67er Spieler so viel Gehalt eigentlich mehr zu zahlen, tut schon ein bisschen weh. Aber das ist jetzt eh komplett egal. 1,3 Millionen Euro hat er dafür nur gekostet. Hat sogar seinen Marktwert jetzt erhöht um 200.000. Ich kann ihn ja nicht gleich verleihen. Ich glaube, so war das bei Neuzugängen, wenn sie nicht von der Jugendakademie kommen. Ist schade, wobei... Ja, wir haben zwar einen Schulz und einen Brink, die sind aber verliehen. Ja, dann braucht man auf jeden Fall so einen. Man hat zwar eben, wie gesagt, zwei Jugendspieler. Und daneben noch einen Raúl García. Das bedeutet, wir haben auf jeden Fall richtig gute Stürmer, Ersatzspieler. Und Raúl García kann heute auch locker auf eine 70 oder 72 kommen, diese Saison. Und das wäre dann schon richtig gut. Der vierte Stürmer, fünfte Stürmer, sechster Stürmer, whatever, was man halt sehen will. Wobei ja Thuram links Mittelfeld eingeplant ist. Naja, wir haben also schon eine relativ gute Mannschaft auch in der Breite erreicht. Was ich ja auch wollte. Jetzt sollte ich nur noch Arnold verkaufen, aber da kommt jetzt gerade kein Angebot. Der will hier unbedingt gehen und dann lasse ich ihn auch gehen. Und Leicester will Embolo. Und wenn Embolo geht, dann kann ich tatsächlich Alexander Isak kaufen. Ich glaube, der hat ja auch viel mehr Potenzial. Das bedeutet, das wäre nicht mal ein Transfer, der komplett bad wäre. Wir haben ja noch ein bisschen Geld auf dem Konto. Wenn sie 40 Millionen Euro zahlen, was ich letzter zutrauen würde, dann geht er. Sieht nicht so aus, 27 Millionen Euro. Und das nehmen sie an, 35 Millionen Euro. Das ist nicht wenig Geld, Nicole Vidi. Den will ich immer noch nicht verkaufen, vor allem mit Frankfurt an einen direkten Konkurrenten. Also das wäre ja wirklich nicht das Allerschlauste. Und dann steht schon das Saison-Auftaktspiel gegen Leipzig an. Das werden wir simulieren. Denn ich will eigentlich die Transferphase nur abschließen und noch kein Spiel innerhalb der Transferphase spielen. 1:1 geht's aus. Sabitzer trifft und bei uns Elvedi, also ein Innenverteidiger, macht unser erstes Saisontor. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Er bedankt sich, obwohl er eigentlich verkauft werden soll. Also Hermann, bitte geh doch einfach. Genauso wie Arnold. Und Embolo geht jetzt tatsächlich zu Leicester City. Also es ist ein Transfer, der nicht unbedingt hätte sein müssen, aber dafür kaufen wir uns jetzt genauso einen guten Stürmer, wenn nicht sogar einen besseren mit Alexander Isak. Wir haben natürlich jetzt dann die beiden Stürmer gekauft, die auch auf der Transferliste standen. Also ich bin relativ glücklich dann. Alexander Isak, auch ein sehr, sehr guter Spieler. Kennt die Bundesliga schon relativ gut. Das wurde ja auch in den Kommentaren geschrieben, hat bei Dortmund gespielt. Aber jetzt spielt er halt in dem Fall, in dieser Karriere, bei der guten Borussia. In echt ist ja Dortmund natürlich die beste Mannschaft, die es so gibt. Smile. Rotationsspieler solltest du werden. Du willst wichtig sein. Ich sehe dich jetzt schon wieder in 2 Wochen auf der Transferliste. Aber naja, hilft dir einfach nicht. Von mir aus kann er sich in 2 Wochen auf die Transferliste setzen, denn ja, er bleibt jetzt 5 Jahre bei uns und solange der Vertrag nicht ausläuft, werde ich ihn auch nicht verkaufen. Das sage ich jetzt und mal schauen, wie es in 2 Wochen aussieht. Naja, jetzt relativ egal, da ist er bei unserem Verein Alexander Isak. Herzlich willkommen. Und es sind tatsächlich schon zwei ziemlich gute Leute in der Jugendakademie jetzt gleich vorhanden. Es sind einerseits Mathis Van de Velde,
70.000er Marktwert hat er. Das ist jetzt nicht so geisteskrank gut, aber dafür ein relativ gutes Potenzial. Und Noah Verstraete ist jetzt auch, da hat auch nicht die beste Gesamtstärke, dafür richtig gutes Potenzial. Und das sind zwei richtig gute Spieler, die vielleicht sogar mal später Stammspieler bei uns werden können, aber das ist jetzt auch nur Zukunftsgeschwätz und noch nicht in der Gegenwart vorhanden. Das nächste Spiel ist dann schon mehr oder weniger vor der Tür. Es ist Hertha BSC Berlin und dort können wir 4:1 gewinnen. Also ein sehr, sehr eindeutiger Sieg. Rashica, unser bester Torjäger der letzten Saison, trifft natürlich wieder. Und Mirantschuk, unser zweitbester, auch. Und das letzte Spiel innerhalb der Transferphase steht an und der Gegner heißt TSG 1860 Hoffenheim. 1899, sorry Leute, warum habe ich 1860 gesagt? Gehen wir mal rein gegen 1860 wahrscheinlich, Digga. Hoffenheim, 1899 natürlich. Ich weiß nicht, wie ich auf 1860 gekommen bin. 2:0 gewinnen wir. Mirantschuk trifft, Elvedi trifft zum zweiten Mal in der Saison. Was zum Teufel ist mit Elvedi los? Und Mirantschuk verlässt sich. Und da könnte Ishak schon mal richtig zum Einsatz kommen. Schau mal, wie lange sich Mirantschuk verletzt. Und es sind 2 Monate. Yo, chill, Digga. Er hat sich einfach so ein Muskelfaserriss zugezogen. Ist mega nass im dritten Saisonspiel. Also ganz wild, freue ich mich natürlich drüber. Nächste Trainingseinheit steht an. Dort verbessert sich keiner, aber das ist auch gar nicht so wild. Denn das Wilde bildet sich gerade bei Mirantschuk irgendwo im Fuß. Ich habe gerade gesehen, dass die Freigabesumme von Jan Sommer gezogen wurde. Und jetzt bin ich am Überlegen. Er hat einen Marktwert von 28,5 Millionen Euro. Und eine Freigabesumme von 51 Millionen Euro. Ist halt schon 31, hat aber trotzdem eine 86er Gesamtstärke. Also teuer, wir haben nie verkauft bekommen. Und deswegen bin ich jetzt eigentlich schon eher dafür, dass wir ihn verkaufen. Und uns dafür vielleicht ein bisschen schlechtere Spiele dann kaufen. Dass wir vielleicht den Torwart kriegen. Aber die haben Potenzial lassen. Ich glaube, das machen wir auch. Wenn Jan Sommer eine absolute Maschine ist, in Übelheit noch eine Identifikationsnummer. Aber immer muss ich halt auch mal werden, dass er dann nicht so diese Saison sein. Und da ist er weg. Jan Sommer ist weg. 45 Millionen Euro bekommen wir. Michael Lang, du kannst von mir aus auch zu Bournemouth gehen, wenn du willst. Ich will schon, dass du gehst. Denn ich habe dich auch immerhin auf die Transferliste gesetzt. Junge, auf einmal will jeder Lang. Ist ja einfach neuer Cristiano Ronaldo oder was zum Teufel mit Lang los? Und Lang wurde jetzt verkauft an UD Levante. Und jetzt sieht es vielleicht nicht mehr danach aus, dass wir uns einen Camavinga oder Kudus holen, solange das Geld denn nicht reicht noch. Weil wir werden uns jetzt erstmal einen Torwart kaufen. Und jetzt überlege ich, welcher Torwart denn taktisch am schlausten wäre zu holen, der vielleicht sogar noch relativ viel Potenzial hat. Und es kommt jetzt ein neuer mega, mega, mega Transfer und zwar André Onana mit einer 87er Gesamtstärke. Vielleicht nicht der realistischste Transfer, aber dafür ein Transfer, der halt richtig, richtig geil ist. Wobei so unrealistisch ist jetzt auch wieder nicht, wenn zum Beispiel jetzt ein Jan Sommer geht. Das ist ja auch immer ein Gladbach ist ein Champions League ambitionierter Club. Na, das bedeutet zwar nicht, dass sie jetzt Champions League spielen. Also nee, okay, ich kann mir nichts vormachen. So realistisch ist das Transfer gar nicht. Aber die Let's Army würde den Transfer auf jeden Fall richtig feiern. Die haben sogar auf dem Discord einen eigenen Channel, der heißt Chat des Heiligen Onanas oder der Channel des Heiligen Onanas. Also schon ganz, ganz wild. Der Typ ist schon mehr oder weniger in einer Community so eine richtige Legende geworden. Oder eigentlich schon mehr oder weniger ein richtiger Gott. Sippel muss man jetzt aber dann auch bald mal austauschen. Weil als Backup-Keeper ist er halt echt nicht so geil. So. Ich hab gerade einfach, was ich sagen wollte, vergessen. Ich hab's reden verlernt, aber das ist man bei mir gewohnt. Smile. Es ist halt einfach kein richtig guter Backup-Keeper. Und ich hab da schon einen guten Dude im Kopf. Wir haben noch 20 Millionen Euro übrig. Das bedeutet, wir holen jetzt einen Backup-Keeper. Und dann vielleicht sogar noch Kudus. Der ist auf jeden Fall ein relativ geiler Transfer. Und warum nicht einfach mal Florian Müller als Backup holen? Ist bei Mainz Backup. Und hat relativ viel Potenzial. Also finde ich jetzt kein schlechter Backup-Spieler. Okay, reden wir vielleicht nicht darüber, dass ich ein bisschen zu viel bezahlt habe. Wobei, ja, okay, so 1,5 Millionen Euro geht ja noch. Aber hätte ich auf definitiv günstiger bekommen, 76er Gesamtstärke hat. Also auch ziemlich gut. Und jetzt holen wir uns einfach noch so einen Kudus, weil ich einen Camavinga kann ich mir einfach nicht mehr leisten. Einen Kudus eben schon. Oder hoffe ich zumindest, dass ich mir den leisten kann. Und dann bin ich relativ glücklich mit der aktuellen Mannschaft. Und ich könnte sogar Camavinga für 11 Millionen Euro bekommen. Also ich schau mal, ob es jetzt bei Camavinga klappt, weil das ja der definitiv bessere Spieler ist. Und wenn nicht, dann kaufe ich mir Kudus. Und wenn Camavinga doch klappt, dann kaufe ich mir Kudus nicht, weil dann habe ich ja logischerweise kein Geld mehr. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das Transferbudget reicht. Aber doch, das reicht safe. Und damit haben wir einen Mega-Transfer, Mega-Talent zu uns gelotst, der nur sporadisch sein will. Also das wäre auf jeden Fall ein geisteskrank guter Transfer, der noch sowas von unter Marktwert wäre. Das ist wirklich ein sehr, 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 sehr guter Transfer.
Und es klappt, ich fasse es nicht. Er kommt tatsächlich zu uns. Eduard Camavinga für 11 Millionen Euro. Ich habe jetzt viel zu viel Transferbudget, mehr oder weniger, in ihn reingesteckt. 20.000 Euro verdient er jetzt pro Woche. Aber das ist mir vollkommen egal. Hauptsache, er ist bei uns. Richtig, richtig geiler Transfer mit Florian und Nana natürlich auch. Jetzt ist Zippel natürlich mega unwichtig. Aber das war auch eigentlich klar. Und Müller hat sogar gespielt bei Mainz. Das bedeutet, die können sich jetzt keinen Torwart mehr kaufen. Ja, Camavinga muss ich jetzt erstmal auf der Reservebank Platz machen, aber wie lange, das weiß man nicht. Und damit schließen wir die Transferphase ab. Alexander Arnold wechselt als Top-Transfer von Liverpool zu Barca für 71,8 Millionen Euro. Dann Martial für 68,8 zu Dortmund. Das wird sehr, sehr schön gegen den zu spielen. Dann noch eben Onana zu Gladbach für 65 Millionen Euro. Also wirklich geile Transfers haben wir auf jeden Fall getätigt. Und damit ciao zu der ersten Transferphase. Und auch ciao zur Folge jetzt. Also Leute, macht's gut. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir haben bald die 100 Abonnenten geknackt. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr wild. Und ciao, Leute.